Also ihr arbeitet über die Ländergrenzen hinweg, du in Salzburg, du in Oslo, du betreibst Medikit, du betreibst Hotelkit und du bist aber auch noch Geschäftsführer einer Zahnklinik. Genau. Mit Medikit, gerade okay. Das sind schon Herausforderungen, aber wir machen das, was von dem wir reden. Also wir digitalisieren halt unsere Kommunikation und es hilft natürlich immer, genau wie der Marius gerade gesagt hat, weiß, was deine Aufgaben sind. Und eigentlich die zwei größten Erfolgsfaktoren sind einmal natürlich das Team. Und okay, ihr habt nicht dein eigenes Team aufgebaut um Medikit, sondern das Stammteam betreut beides. Wir haben schon jetzt Spezialistinnen und Spezialisten, aber im Endeffekt ist das ein Team. Okay. Und das ist ja ganz konsequent eigentlich, weil wir damit eben die komplette Power von dem Unternehmen nutzen können. Und der zweite Erfolgsfaktor war eben, das hat der Marius von Anfang an ganz klar definiert und erkannt für sich, dass wir eben uns mit Medikit halt ausschließlich auf das Thema Markt konzentrieren, kümmern sich darum, dass die Marke und das Produkt in diesem Markt richtig verstanden wird und fängt jetzt nicht an, irgendwie Special Features oder sowas zu entwickeln. Mhm. Das ist nicht notwendig. Die Features sind nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, wie man das Ding erklärt. Und es entwickelt sich weiter. Wir haben jetzt mittlerweile total Durchmischung, Vorschläge der Mediziner, finden die Hoteliers toll, wenn sie umgesetzt werden und umgekehrt. Und der Großteil der Vorschläge, die vom Hotelier kommen, könnten genauso vom Mediziner kommen. Wir reden davon, dass wir intern zwischen den Mitarbeitern kommunizieren. Und das ist, welche Tätigkeit du dann am Ende des Tages ausführst, ist dann eigentlich sekundär. Es ist für uns schon eine Herausforderung gewesen, wo wir am Anfang gesagt haben, okay, wir haben da eine Brand, das ist Hotelkit, und auf einmal kommt eine zweite Brand dazu, das ist Medikit. Da zum Beispiel wird mir da ganz schwer getan, wie ich das nach außen kommuniziere. Die Organisation ist aber so aufgestellt, dass es gibt ein Unternehmen und wir haben halt zwei Lösungen. Ja, und eins fokussiert auf Hotels und eins fokussiert auf medizinische Organisationen. Und die einzigen Mitarbeiter, die sich sagen wir, stark spezialisieren, ist halt der Sales, aber es gibt ein Sales-Team. Das heißt, es gibt Sales-Mitarbeiter für Hotelkit und Sales-Mitarbeiter für Medikit, aber die sind ein Sales-Team. Die arbeiten sehr eng miteinander auch zusammen, ergänzen sich da auch. Aber sonst wird das komplette Unternehmen von den gleichen Ressourcen unterstützt. Also da gibt es halt ein Marketing-Team und die machen halt Marketing für Medikit und genauso das Marketing für Hotelkit.